Schon mal was von der Wunderkraft von Rosmarinwasser gehört? Es soll gegen Haarausfall helfen und das Wachstum der Haare verstärken. Die sozialen Netzwerke sind voll mit Vorher-Nachher-Bildern und Videos, die die Wirkung des Pflanzenpräparats belegen sollen. Tatsächlich hat Rosmarin Eigenschaften, die dem Haarausfall entgegenwirken. Es regt die Durchblutung der Kopfhaut an, stärkt die Haarfollikel, wirkt entzündungshemmend und beruhigend für die Kopfhaut. Auch gegen Schuppen. In einer Studie von 2015 wurde ein Rosmarinöl, das genauso wirkt wie das Wasser, an Männern mit erblich bedingtem Haarausfall getestet. Nach einem halben Jahr konnten die Teilnehmer eine Verbesserung des Haarausfalls feststellen. Forscher erkannten die gleiche Wirkung wie bei medizinischen Haarwuchspräparaten. Rosmarin ist nämlich in der Lage, ein Hormon zu blockieren, das die Haarfollikel schrumpfen lässt. Wenn ihr es selbst ausprobieren wollt, kauft euch einfach 5 frische Rosmarinzweige, kocht sie in 1 Liter Wasser für 15 Minuten auf, lasst die Tinktur abkühlen, füllt es in eine Sprühflasche und los geht's. Einfach auf die betroffenen Stellen sprühen und einmassieren. Für die sichtbare Wirkung müsst ihr allerdings 1 bis 2 Monate warten. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch geholfen hat.